Alter, wie geil! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zum letzten Teil von diesem Hängeregal. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, da hier oben einmal erstmal angucken, weil da hat irgendwie nichts funktioniert. Diese Leiste habe ich da nicht rausbekommen. Ich habe eigentlich schon aufgegeben gehabt, aber was hat immer ein anderer YouTuber gesagt? Einfach machen. Und das habe ich gemacht. Ich habe versucht, da ein Gewinde reinzukriegen. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich das Loch ein bisschen größer gemacht, dass ich die Gewindestange wieder einkleben kann. Aber das, diesen Bohrer erstmal anzusetzen, das war echt keine einfache Sache, weil das ist ja nicht gerade abgerissen, das Holz, sondern das ist ja quasi so rausgerissen. Also ich hatte quasi keine richtige Kante. Und wenn man mit dem Bohrer denn da bohren wollte, konnte man ja auch nicht sehen, weil ja Bohrmaschine und Bohrer alles im Weg war. Und oh, naja. Aber es hat funktioniert, es hängt, ich bin richtig happy und es leuchtet sogar auch, dass ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Aber ich werde euch jetzt erstmal kurz nach dem Intro zeigen, wie wir den Rest noch fertig machen. Und dann sehen wir uns hier gleich nochmal wieder, weil ihr kriegt noch ein paar wertvolle Tipps. Gerade hier zu dem Seil und auch hier, weil hier ist ja das Kabel versteckt. Aber wie gesagt, die ganzen Infos kriegt ihr gleich noch. Erstmal den Rest und ich wünsche euch viel Spaß nach dem Intro. Das rutscht. Das rutscht. Das kommt, das kommt, das kommt, das kommt. Alter, wie geil ist das denn? Das kommt raus. Alter, wie geil! Nachdem dann endlich diese Leiste draußen war, habe ich einfach nur noch die Löcher gebohrt. Klar, vorher auch noch kurz einmal abgeschnitten, dass das auch schön gerade und bündig ist. Und ja, habe die Löcher gebohrt, habe die von beiden Seiten einmal abgerundet, damit das Seil dann da später auch gut hin und her laufen kann. Dann habe ich noch eine kleine Nut in die Unterseite gefräst, wo später das Kabel von dem Seil zu dem LED-Streifen kommt. Aber das werdet ihr gleich sehen, weil gleich machen wir nämlich noch das Seil, also bereiten das Seil vor, verstecken dort quasi das Kabel. Das seht ihr jetzt hier. Hier habe ich jetzt angefangen, das Kabel da sozusagen so ein bisschen reinzufummeln. Das ist ein, ja, das hat ein paar Minuten gedauert. Also alle, die das nachmachen wollen, nehmt euch ein bisschen Zeit. Aber dafür kann man das Kabel dann später so gut wie nicht mehr sehen. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, man macht das Kabel vielleicht auch noch in dieser, ja, in dieser Farbe vielleicht so ein bisschen, also ungefähr in diesem, ja, in diesem Hanffarben-Seil-Farbe. ja, aber wie gesagt, das war wirklich so ein bisschen Fummelarbeit. Zum Schluss drückt ihr das einfach nochmal so ein bisschen, also ihr zieht quasi sozusagen das Seil ein bisschen auseinander und wieder drückt es wieder zusammen. Dann verteilt sich das nochmal so ein bisschen, ich drücke das da jetzt nochmal so ein bisschen hin und her. Und dann passt das schon ganz gut. Das Hängeregal ist jetzt nun komplett fertig. Ich bin wirklich richtig, richtig happy. Eine Kleinigkeit noch muss gemacht werden. Eigentlich sogar zwei Kleinigkeiten. Das eine ist, ich werde das im Sommer nochmal abnehmen und dann hier auf dem Balkon einmal ölen. Weil das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht werde ich auch die Kante nochmal ein bisschen bearbeiten. Und noch eine Sache. Ich hatte euch ja gezeigt, dass ich das Kabel hier in diesem Seil hier quasi versteckt habe. Und das kommt ja hier oben nochmal raus. Das ist eben so ein doofes Grau. Das wollte ich eben nochmal weiß irgendwie anmalen oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es weißen Schrumpfschlauch oder irgendwie sowas. Mal gucken. Oder einfach so ein weißes Isolierband darum mache, damit es einfach so ein bisschen weiß ist. Oder ich male es einfach weiß an. Mal gucken. Das möchte ich, wie gesagt, dann auch noch machen, wenn ich das Regal eh abnehme. Im Großen und Ganzen bin ich wirklich, was heißt im Großen und Ganzen, ist völlig Quatsch, aber ich bin total zufrieden, ja, nachdem diese Leiste da endlich draußen war. Und ich bin auch immer noch so ein bisschen froh, dass ich das wirklich so gebaut habe. Es gibt bestimmt tausend Alternativen, wie man das machen kann.
Aber ich habe ja damals am Anfang, als ich das hier gebaut habe, das hängt ja hier mittlerweile schon eine Weile, wie gesagt, dadurch, dass die ganzen Videos alle ein bisschen unscharf waren, deswegen konnte ich euch jetzt auch nicht so viele Sachen zeigen, wie zum Beispiel noch, mit dem Seil, auch noch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe hier oben extra so einen Ring genommen, ja, also so einen VA-Ring, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, und habe hier unten einfach nur Knoten reingemacht und kann jetzt das Regal theoretisch so ein bisschen hinhängen, wie ich das will. Also das muss jetzt nicht kerzengerade, wenn ihr da eine Kugel draufpacken wollt, dann sollte es vielleicht dann doch gerade hängen. Bei mir steht hier normalerweise eine Kerze drauf oder zwei sogar. Und ja, wie gesagt, also das ist alles euch überlassen, aber ihr habt eben auch nochmal, was das Einstellen später angeht, ja, also dass ihr auch quasi wirklich die gleiche Höhe habt. Das ist wirklich Fummelarbeit ein bisschen, weil ihr müsst wirklich dann entweder diesen Knoten eben ein ganz kleines bisschen nach unten machen oder ein ganz kleines bisschen nach oben machen. Ich empfehle es euch, macht den immer nach unten. Also sucht euch eine Höhe aus und dann eben stellt das so ein, dass der eine immer noch ein bisschen weiter runter muss. Ihr könnt das dann auch immer noch mal so ein bisschen drücken. Ja? Das hilft auch und dann habt ihr das wirklich irgendwann gerade. So habe ich das letztendlich auch gemacht. Ob das jetzt hier durch dieses ganze Hin und Her schon wieder alles gerade ist, weiß ich nicht. Ich gehe mal von aus. Ja, wie gesagt, das Kabel ist hier versteckt. Das möchte ich oben eben noch ein bisschen farblich kaschieren. Kurz zu dem LED-Geschichte noch. Das ist jetzt ja, wie gesagt, über Loxon gesteuert. Und ich habe ja jetzt nur einen LED-Streifen, der nach unten leuchtet. Geplant waren ja damals nach unten und nach oben. Und das geht aber leider nicht mehr, weil die Streifen, diese 24-Volt-Streifen, die ich jetzt da einfach verbaut habe, verlinke ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung. Das sind so eine COP, die sind eben ein bisschen zu hoch. Das heißt, ich kriege jetzt gar nicht zwei Stück übereinander geklebt und die dann reingeschoben. Das passt einfach nicht. Das war auch damals nicht geplant. Ja, und deswegen passt das jetzt einfach nicht. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, weil es leuchtet nach unten. Also es sollte ja auch von Anfang an nach unten leuchten und nach oben eben nur ein bisschen leuchten. Und das schimmert jetzt wirklich noch das Licht ein bisschen durch und das reicht mir schon. Das sollte gar nicht dann so eine Festtagsbeleuchtung nach oben sein, weil ich finde das immer schöner und angenehmer, wenn das nach unten leuchtet. Alternativ habe ich ja da drüben noch ein Regal, das werdet ihr auch bald noch sehen, weil das war auch kurz vor Nervenzusammenbruch. Das leuchtet zum Beispiel nach oben an die Decke, aber das ist wirklich auch, das hängt ja auch hier oben irgendwo. Ja. Das werdet ihr aber später auch nochmal sehen. Oder ich blende euch da jetzt gerade ein Foto ein, das muss ich mir noch überlegen. Ja, im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich würde mich ganz doll über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte gerne jetzt. Aktiviert auch die Glocke, weil ich habe wirklich 80% meiner Zuschauer und meiner Wiedergabezeit sind von Nicht-Abonnenten. Warum abonniert ihr einfach nicht diesen Kanal? Ihr werdet benachrichtigt, ihr habt den Vorteil, dass ihr benachrichtigt werdet, braucht nicht mehr rumklicken und suchen und machen und tun. Ich verstehe es nicht. Deswegen, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr einfach meinen Kanal abonnieren würdet. Und ihr braucht dann nicht mehr suchen, wenn ihr Videos von mir sehen würdet. Gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.